Blau-Gelb Hockey Town. Der Füchse-Podcast aus Weißwasser. Blau-Gelb Hockey Town, der Füchse-Podcast. Und das mitten im Herbst. Es gibt nämlich einen Grund. Wir haben einen Gast heute hier bei uns. Möchte es mal ganz kurz beschreiben. Er wird umschrieben mit bodenständig, geradlinig, bescheiden, heimatverbunden. Wer das gesagt hat, das verrate ich spätestens zum Ende des Podcasts. Jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen. Eine Eishockey-Ikone mit Legendenstatus. Mirko Lüdemann, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch natürlich hier zu sein. Und natürlich haben wir gesucht einen deiner Weggefährten von damals und haben den eigentlich bei uns direkt schon an der Hand gehabt. Hallo, der CEO der Lausitzer Füchse, Dirk Rohrbach, ich grüße dich. Bitte, hallo. So, jetzt Mirko, schön, dass du wirklich dir die Zeit jetzt noch genommen hast, bevor du dann wieder dich ganz schnell auf den Weg nach Köln machst. Wo bist du eigentlich hier in Weißwasser groß geworden? Eigentlich bin ich hier in Süd groß geworden, Weißwasser Süd, aber es gibt es ja anscheinend nicht mehr oder nur noch einen Teil davon, aber da habe ich natürlich dann einen Großteil meiner Kindheit verbracht und wir hatten natürlich da alles, da Wald, Fußballplätze, also wir konnten alles machen, was wir wollten und ja, es hat uns nicht geschadet. Was sagt dir beispielsweise noch TSG-Sportplatz oder AWH? Kickst du so einen Kaufpunkt? Ist das noch so ein bisschen in deiner Erinnerung drin? Ja, also AWH auf alle Fälle. Ja, ging ja bei jedem, ich sag mal, im frühen Alter da irgendwann mal die Reise hin, wenn man sich mal ein bisschen, wenn man ein bisschen Musik hören wollte. Natürlich, Puck und so weiter ist natürlich auch dann immer. Wo man natürlich dann ab und zu mal da was einkaufen war oder dann zum Friseur gegangen ist, dann um die Ecke rum. Also die ganzen Begriffe sind mir alle noch in guter Erinnerung geblieben. Sehr schön. Und für die, die den Begriff AWH nicht mehr kennen, das war an sich so die bekannteste In-Disco, die wir in Weißwasser hatten. Was hat dich denn so am meisten in Weißwasser geprägt? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, hey, das ist bis heute in mir drin? Ja, das Angeln. Das Angeln. Wieder einer. Das Angeln mit meinem Opa hat mich natürlich dann, also ich bin früher mit ihm schon öfters immer angeln gefahren. Und ja, wenn ich jetzt wieder zurückkomme oder so, dann gehe ich in ein, zwei Tage auf alle Fälle immer an See und genieße da immer die Ruhe, bevor dann die Fische zubeißen. Cool. Lüde, du bist am 15. Dezember geboren, 73. Das ist ja auch der Tag, der Geburtstag hier in Hockeytown, die Geburtsstunde des Eishockeys. Ist das der Grund gewesen, warum du dann zum Hockey gegangen bist? So ein bisschen um die Ecke gefragt. Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte eigentlich vorher mit Eishockey nicht großartig was am Hut. Meine Eltern hatten auch keinen Bezug dazu. Und ich bin dann eigentlich durch das Scouting von damals dann zum Eishockey gekommen, wo dann die Trainer dann in den Schulen waren und im Sportunterricht dann, dass sich dann die Jungs ausgeschaut haben und gefragt haben, ob ich dann irgendwie Lust hätte, zum Eishockey zu kommen. Und ja, so bin ich dann damals dann hingekommen mit, habe dann die ganzen Nachwuchsmannschaften dann durchlaufen und ja, irgendwann ging es dann Richtung Amerika. Aber nochmal, das ist schon wieder viel, viel zu schnell. Also wir müssen mal nochmal differenzieren. So diese Kindergartenlaufgruppe, das spielte für dich überhaupt noch keine Rolle? Nee, da war ich leider noch nicht. Also da war ich noch nicht gewesen. Also wirklich erst so mit 7, 8 Jahren, als ja, wir alle dann auch mal Schlittschuhlaufen im Unterricht hatten, da sind ja dann auch die Scouts alle mit dabei gewesen und haben dann geschaut, könnte nicht. Und da haben die dich dann drauf angesprochen, ja? Die haben eigentlich Schlittschuhlaufen konnte ich noch gar nicht. Das war wirklich dann nur in der Schule gewesen, wo dann halt dann beim Sportunterricht, wo die Jungs dann da waren und denen halt gesagt haben, hier komm nochmal, probier doch mal Schlittschuh zu laufen. Und ja, dann hat man natürlich dann halt die ersten Anfänge dann gehabt, aber haben dann wohl anscheinend gesehen, dass das halt bei mir relativ zügig ging dann. Hattest du vorher schon irgendein Sport dir auserkoren?
Nee, ja, eigentlich noch gar nichts. Weil wir haben ja hier alles gemacht, sind ja überall in der Gegend rumgeturnt, haben ein bisschen Fußball hier und da gespielt, aber jetzt richtig eine Sportart an sich hatte ich für mich noch nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Okay. Rohre, vielleicht mal ganz kurz, wann hattest du mit Hockey direkt begonnen? Naja, ich war ein bisschen früher dran. Mein Opa hatte mich damals mit auf den Braunzeck genommen, da war ich so zwischen 3 und 4 Jahren. Hat dann meine ersten Gehversuche da absolviert und aber so richtig zum Eishockey war es ähnlich wie bei Lüde. Ne? Damals kann ich mich noch genau daran erinnern, Klaus Hirche war unterwegs gewesen in den Schulen. Jedenfalls bei mir war es Klaus gewesen, der mich da auch im Sportunterricht dann noch und hat dann gesagt, Mensch, du kannst ja schon ein bisschen Schlittschuh laufen und das wäre doch für dich auch was, Eishockey in den Vereinen mit organisiert zu trainieren und dann auch zu spielen. Und so ging es eigentlich bei vielen los. Ne? Und Lüde mit 7, 8 Jahren, das ist heutzutage kaum vorstellbar, dass man mit 7, 8 Jahren erst anfängt. Ne? Wir haben ja jetzt die Kindergärten bei uns auf dem Eis. Mit 4, 5 Jahren ist das schon optimal. Aber damals war es eben so, dass man in der ersten Klasse gesichtet worden ist und natürlich auf den Verein aufmerksam gemacht worden ist. Und so sind viele, viele Spieler dann zu Dynamo gekommen. Ich glaube, als die Sichtungstrainer in der Halle waren, war ich immer Schlittschuhschleifen oder irgendwie Männer. Lüde, wann bist du dann auf die Sportschule gegangen? Schule 8 war ja hier bei uns im Weißwasser dann das Leistungszentrum. Oder warst du schon direkt Schule 8? Nee, ich war noch nicht. Ich war ja erst auf der Schule 4, da bin ich eingeschult worden, weil ich ja unten im alten Dorf gewohnt hatte. Dann natürlich dann mit dem Neubau von Süd dann sind wir dann ja nach Süd gezogen, ich glaube, wann war das gewesen, 1980, und und sind dann in die Schule 10 gekommen. Und dann hat man halt die ersten Jahre dann in der Schule 10 verbracht und dann, glaube ich, mit der vierten Klasse ist man dann in die Schule 8 dann gewechselt, dann in die Sportschule, weil da war natürlich dann das Training natürlich dann ab dem Alter natürlich ein bisschen intensiver war das Ganze und natürlich dann auch dann, sagen wir mal, die Verbindung mit Sport und Schule doch dann ein bisschen inniger wurde. Und das ging halt dann wahrscheinlich dann nur über die Schule 8. Und deshalb war dann natürlich dann der nächste Schritt, dann dahin zu gehen. Und das ist das, was Weißwasser als Standort so erfolgreich gemacht hat. Dirk neben dir, der ist ja gerade, der würde jetzt am liebsten schon, wir werden dann nochmal zur Akademie kommen. Genau das ist ja das Ziel, was wir hier an diesem Standort in Hockeytown wieder aufbauen wollen. Und dann schauen wir mal, was du dazu sagst. Wer waren deine ersten Nachwuchstrainer gewesen? Also der Herr Standfuß war, sag ich, mein erster Trainer in der Laufgruppe. Ja, und dann wird schon langsam enge. Ich habe dann natürlich dann, also Matthias Hesse war, da kann ich mich noch dran erinnern, war so ein junger ehemaliger Spieler. Und auf lange Sicht hat mich natürlich dann auch dann Rainer Mann natürlich dann begleitet von der Jugend bis dann hoch zu, also ich sag mal Schüler, bis dann hoch irgendwann zu den Junioren. Also da hat man ihn schon eine lange Zeit und der hat uns natürlich dann auch dementsprechend auch geprägt. Ja, das war ja immer Training, Schule, Training, 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 jedes Wochenende irgendwo zu Wettkämpfen unterwegs. Gab es bei dir mal den Punkt, wo du gesagt hast, ich hänge die Schlittschuhe an den Nagel? Ja, natürlich. Ich hatte dann auch irgendwann mal, ich glaube 7. oder 8. Klasse, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, war dann irgendwie Fußball auch vielleicht mal ein bisschen so interessanter und dann habe ich auch keine richtige Lust mehr gehabt, dann Eishockey zu spielen. Und dann hat man natürlich dann immer so für, ich weiß gar nicht, wie lange das dann war, so 1, 2 Wochen mal gesagt hat, hier, da kannst du mich am Arsch lecken, ich habe jetzt keine Lust mehr, Eishockey zu spielen. Gut, aber das Problem natürlich dann, dass man ja trotzdem noch auf der Schule dann mit den Jungs dann immer zusammen war. Und ja, und die dann irgendwann nochmal gesagt haben, oder auch dann Rainer gesagt hat, dann nach einer Weile, wie sieht's denn aus, hast du nochmal Lust? Und dann irgendwann hat es ja immer doch ein bisschen dann zu sehr gefehlt und hat man gesagt, ja, okay, dann tue ich mich jetzt dann ganz und voll dem Eishockey verpflichten. Aber so einen kleinen Tief oder so, der hat bestimmt jeder irgendwann mal. Ja, das ist die Pubertät, hat uns alle irgendwo mal gegriffen gehabt. Aber schön, weil du hattest ja das Talent. Und das sagte beispielsweise mal dein ehemaliger Spielerkamerad Ronny Reddo. Und er hat gesagt, der Lüde, der hat so viel Talent gehabt, aber wenn du weiterkommen musst und willst, dann musst du ackern und beißen und dann brauchst du den Willen. Und genau das hat dich zu dem Unterschiedsspieler gemacht. Was sagst du dazu?
Ja, hat er recht. Ja, ich sag mal, Talent alleine reicht halt nicht mehr bei der ganzen Geschichte, weil dann die anderen natürlich dann, die jetzt vielleicht nicht so viel Talent haben, das dann durch harte Arbeit wegmachen wollen und irgendwann bleibt man dann halt dann, wenn man nur Talent hat, dann irgendwann auf der Strecke. Deshalb muss man natürlich dann auch dann in der freien Zeit dann noch den einen oder anderen Handschlag mehr machen. Also ja, und, das muss man auch wollen. Und muss auch von innen herauskommen, das Ganze. Aber ansonsten ist das dann halt immer schwierig, dann, wenn man immer dazu gedrängt wird und gezwungen wird, dann sagt man irgendwann, ja, kannst du mir am Arsch lecken. Aber wenn das dann von selber einem kommt, dann ist das dann auch kein Problem. Lustig war auch, Ronny sagte mir, weil ich fragte, kanntest du Mirko damals schon? Und dann sagte er, Butze, ganz ehrlich, Mirko Lüdemann, wer war Mirko Lüdemann? Der war 2 Jahre unter mir. Und Rohre, vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen erklären. Ihr seid ja auch 1 Jahr auseinander, aber habt dann doch das ein oder andere Mal zusammen gespielt. Wie kam es dann da bei euch bei den Altersklassen zusammen? Ja, also Lüde, wir haben beide zusammen gespielt. Ähnliche Geschichte. Ich meine, Auf und Ab gibt's immer, auch im Nachwuchsbereich. Man hat dann auch ein bisschen andere Flausen dann im Kopf. Aber wichtig, wir sind beide dran geblieben und haben dann auch gemeinsam gespielt. Wir hatten dann ab dem Schülerbereich immer 2 Jahrgänge. Ich durfte dann auch schon meistens mit den Älteren spielen. Bin dann auch hoch zu den Spielen gegangen, trainiert, manchmal auch nach unten oder oben, je nachdem, wie die Trainer das eingeschätzt haben, auch wie Wochenende der Spielbetrieb war. Aber wenn ich dann zu meinem Jahrgang wieder zu runter gekommen bin, war Lüde auch mit dabei und deshalb haben wir natürlich auch viele Spiele gemeinsam, meistens gegen Dynamo Berlin, bestritten. Viel mehr gab es ja da nicht. Außer Kremitschau, oder? Ja, ab und zu war dann in der besten Ermittlung oder Turniere, auch internationale Turniere, die man dann auch bestritten haben. Aber wir haben mit Lüde natürlich auch im Nachwuchsbereich zusammengespielt. Das war natürlich auch wichtig. Und was mich so ein bisschen noch daran erinnert, ist ja halt seine Fähigkeiten, seine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Hier wurde viel aus Kraft und Masse gemacht, viel trainieren, hart trainieren, ne, und sehr, sehr viel Kraft so da auch einsetzen. Und Lüde war so ein schön filigraner Schlittschuhläufer. Das war wirklich was Besonderes hier und das hat ihn dann natürlich in seiner ganzen Karriere auch geprägt und das ist natürlich auch gut, dass er diesen Weg weitergegangen ist und nicht zum Fußball gegangen ist. Ja, über dich wurde ja auch gesagt, du warst auf dem Eis dieser abgeklärte Typ, schlittschuhläuferisch extrem gut und hattest dieses Auge, um als Verteidiger dann wirklich deine Aufgaben zu erfüllen. Hattest du mal überlegt, als Stürmer weiterzumachen oder was wäre geworden aus dir mit dem heutigen Wissen, wenn du Stürmer gewesen wärst, weil das ja doch eine ganz andere Nummer ist. Ne? Du kommst in diese Bewertung rein, Scorerpunkte und, wo du als Verteidiger doch so ein bisschen das Ganze anders angehen kannst. Stürmer. Ich habe 1 Jahr sogar lang Stürmer gespielt in Kanada, das 2. Jahr. Aber anscheinend haben die dann hier in Köln dann doch was anderes gesehen als Stürmer da aufzulaufen. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin und in Köln dann angefangen habe, dann da Profi zu spielen, hat man gesagt, hier direkt Verteidiger. Anscheinend hatten sie genug Stürmer gehabt und dann gedacht, okay, dann bleibt es schön. Aber die Frage an sich hat sich jetzt dann auch nicht großartig gestellt dann mehr. Okay, also bei uns im Nachwuchs grundsätzlich nur als Verteidiger auf dem Eis gewesen. Hat eigentlich Dynamo Berlin mal versucht, dich abzuwerben? Nee, also ich hätte da keine Gespräche mit denen gehabt oder ich glaube, da hat doch der Reinhard recht dann auch da die Hand drauf gehalten und sagt, ja, ein paar Kinder haben aber da die. Meine Jungs bleiben hier. Bis 91 bei Dynamo Weißwasser. Gibt es Erfolge für dich, die sich bis heute abgespeichert haben, wo du sagst, hey, das war damals eine coole Nummer? Ja, wir hatten damals ja immer gegen Berlin, wir haben ja halt dieses ewige Duell gehabt und Berlin hatte damals auch, ich sag mal, richtig gute Truppenteile gehabt, die uns halt dann immer auch das Leben schwer gemacht haben. Und das war halt, glaube ich, auch die letzte Saison dann, DDR-Saison, die wir dann halt gegen Berlin dann auch gewonnen haben, die wir wirklich dann, ich glaube, auch erst im letzten oder vorletzten Spiel
haben wir wirklich die Serie erst zugemacht und sind dadurch dann, ich glaube, das letzte Mal dann DDR-Meister geworden. Aber die, also ich sag mal, die Meisterschaft, die ist wirklich in Erinnerung geblieben, weil die wirklich hart umkämpft war. Und das sind eigentlich meistens die Meisterschaften, die dann in Erinnerung bleiben, die, für die man halt dann bis ans Limit gehen musste, um das dann zu gewinnen. Ihr wart ja jetzt mit Dirk zusammen zum Wendealter 1990, 17, 18 Jahre. Das heißt also im Prinzip, diese sportliche Laufbahn war ja jetzt gerade erst so senkrecht nach oben. Wie bist du dann damit umgegangen, als die Wende da war? Wie ging das für dich sportlich ab 91 weiter? Wie bist du, na, für dich ging ja dann vom Weißwasser der Weg direkt nach Kanada, weil du in Deutschland nicht wolltest oder weil du das Angebot hattest? Ja, das ist eigentlich mal ganz lustig, weil ich eigentlich hatte nie die Intention gehabt, Profi zu werden, weil eigentlich wollte ich vorher zur See fahren, um da irgendwie was zu machen. Und das hat sich dann halt dann irgendwie zerschlagen, weil ich da nicht angenommen wurde, und bin dann natürlich dann dadurch dann halt zu einer Ausbildung im Kraftwerk gekommen. Ja, und dann hat sich das halt dann alles so ein bisschen zusammengefügt, das Ganze. Nach der Wende, also 90 bis 91, dass man dann hier in den Junioren gespielt hat und dann da halt dann die Lehre angefangen hat. Und ja, diese Geschichte Kanada, die kam halt dann auch über einen Bekannten vom Rainer, der mich dann darauf angesprochen hatte, ob ich nie irgendwie mal Lust hatte, ein Jahr darüber zu gehen, um das mal auszuprobieren. Ja, und ich hatte das natürlich dann alles dann mit dem Kraftwerk dann mal abgesprochen, dass man mal die Lehrzeit mal für ein Jahr unterbricht, dann auch mit meinen Eltern und so, dass die das natürlich dann auch alles dann finanziell stimmen. Und die haben halt gesagt, okay, versuch das mal, mach das mal. Ja, und dann war ich das erste Jahr dann drüben gewesen. Ja, bin dann wieder zurückgekommen und er hatte dann hier ein gewisses Angebot bekommen von Weißwasser, wo ich auch gedacht habe, hat irgendwie nicht so richtig gereicht, das Ganze. Und bin dann wieder ein zweites Jahr rübergegangen, um vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Und weil es natürlich auch eine schöne Zeit war in Kanada. Und ja, und dann zum Ende hin, dann nach dem zweiten Jahr in Kanada, also Anfang 93, kam dann halt dann Köln auf mich zu und hat dann halt dann angefragt, wie es aussieht. Und dann war natürlich dann irgendwann die Entscheidung gewesen, gehst du zurück nach Köln oder gehst du zurück nach Weißwasser oder versuchst du es in Köln? Und ja, die Entscheidung ist mir ja dann. Scheint gut gewesen zu sein, denn wenn du kein Seefahrtskapitän geworden bist, auf jeden Fall bist du es dann bei den Kölner Haien geworden, Kapitän. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Du warst in Kanada gewesen. Was war da mit den Scouts? Hättest du die Chance gehabt, in die NHL zu gehen? Gab es schon Gespräche in die Richtung oder sagst du, nee, das war für dich auch noch nicht Thema? Nee, das war jetzt auch noch nicht so ein Thema für mich gewesen, aber ich glaube, ich habe da den körperlichen Ansprüchen damals nicht so der Genüge getan, weil die irgendwie auch immer nach großen, schweren, kräftigen Leuten da in der Verteidigung gesucht haben und ich ja dann noch eher ein bisschen filigraner da unterwegs war. Und ja, dann, dass sie der Scouts dann irgendwie nicht dann aufmerksam geworden sind, ja, im Nachhinein ist natürlich eher schade, aber ist jetzt auch nicht schlimm, sagen wir mal so. Als du dann zurückgekommen bist, hast du ja angesprochen, du wärst auch gern wieder nach Weißwasser gekommen. Dirk, warst du zu dem Zeitpunkt noch bei uns unter Vertrag? Ja, wir hatten, darum musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln, das war, bevor Lüde rübergegangen ist, das zweite Jahr nach Fort McMurray, hatten wir beide nach einem Training das Angebot bekommen von Weißwasser und Lüde sagte, Mensch, Rohre, ich gehe wieder zurück nach Kanada, wenigstens für ein Jahr, ob ich mitkommen würde. Hätte damals gerade meine Schulter-OP gehabt, musste beide Schultern ganz machen lassen sozusagen, weil es nicht mehr weiterging. Und die Operation stand dann an, also 91, und war bereit eigentlich in die Profikarriere einzusteigen. Und da hatte ich hier das Angebot gehabt und habe überlegt, war auch
gewisse Dankbarkeit auch anweist, dass ich hier geblieben bin, weil die Finanzierung der OPs hat Weiß da auch mitgetragen. Das muss man auch sagen, das war dann auch schwierig gewesen und habe gesagt, nee, Lüde, ich sag dir mal ab und bleibe hier und versuche mein erstes Profijahr hier in Weiß zu spielen. Aber wir hatten ja im Sommer auch die Möglichkeit und deshalb muss ich da ein bisschen schmunzeln. Das war wirklich dann so, das Angebot war eher überschaubar. Aber dachte, naja gut, ein bisschen Dankbarkeit braucht man auch oder sollte man auch zurückgeben. Und deshalb bin ich hier geblieben, weil eben die Finanzierung dieser Operation auch da Weißwasser mitgetragen hat. Und deshalb habe ich dann mich für Weißwasser entschieden und bin Lüde nicht gefolgt. Aber das war schon sehr reizvoll. Ne? Und ich meine, wir hatten letztes Jahr im Bad Muskau das Schlossgespräch gehabt mit unserem Ministerpräsidenten und wir beide. Und da ging es ja auch um die Zeit, diese spannende Zeit, Wendezeit. Ne? Ich war auch im Kraftwerk Boxberg gewesen, von 89 bis dann 91 eine Ausbildung gemacht. Mit allen Vorteilen natürlich auch, muss man sagen. Dann kam die Operation und dann wollte ich eigentlich Profi werden und habe dann gesagt, ich bleibe hier. Wenn das nicht so gewesen wäre, wenn ich gesagt habe, okay, nee, ich gehe mit Lüde rüber, mal sehen, was da gekommen wäre. Gut, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich denke, für Lüde war es auch nochmal wichtig, diese Erfahrung zu sammeln und natürlich dann das Top-Angebot aus Köln zu bekommen. Top in dem Sinne, dass natürlich die Perspektive vor sich hatte, diesen Leistungssprung. Und das ist eben das, was er vorhin auch gesagt hat, für mich entscheidend. Ne? Talent ist das eine, das man natürlich auch braucht, aber dann eben diese harte Arbeit. Das war natürlich aller Ehren wert. Und man hatte ihn ja weiter verfolgt, dann auch in Köln, wo die erste Meisterschaft dann gefeiert werden konnte. Man verfolgt das ja auch. Ich bin danach 93 nach Hannover gegangen, dann in der DL hatten wir ja noch die ersten zwei Jahre gegeneinander gespielt. Und das ist natürlich auch schon eine Karriere, ja, die einzigartig ist. Und da ist man auch stolz, dass Lüde hier aus dem Nachwuchs stammt, natürlich aber auch seinen Weg gegangen ist, aber die Heimat nie aus den Augen verloren hat. Und das ist für mich auch mal wichtig, dass man weiß, woher man kommt, was die Erfolgsgrundlage, die Basis sozusagen ist. Und das finde ich eben gut, dass wir uns ab und zu mal hier treffen können. Lüde, also den Rohre konntest du uns nicht abwerben, aber du hast ja aus Kanada einen mitgebracht nach Köln. Und da gab es dann eine Straße. Was sagt dir die Gerolsteiner Straße? Ja, das war halt meine erste Straße, wo ich gewohnt habe, wo ich die ersten, ich glaube, zwei, drei Jahre habe ich da gewohnt und war eine schöne Zeit, aber irgendwann war es halt auch irgendwann zu klein gewesen. Ja, aber Stefan Mann, ne, war da mit dir in der Wohnung oben drüber, unten drunter und im Nachbaraufgang war es dann Ronny Reddo gewesen. Also dieses Weißwasseraner Dreiergespann hat also auch wirklich in Köln dafür gesorgt, dass dieser Standort Weißwasser da immer wieder mit erwähnt wurde. Das hat mir zumindest Ronny nochmal so bestätigt. Also da habt ihr für uns auch schon mal sehr, sehr viel getan. Mit Manne bist du Kumpel, seitdem ihr 8 oder 9 Jahre alt wart. Er ging dann nach Weißwasser zurück, du bist in Köln geblieben. Hattest du da nochmal mit überlegt, vielleicht nochmal nach Weißwasser mitzugehen? Von welchem Zeitpunkt sprechen wir dann jetzt? Naja, das ist im Endeffekt dann aus Köln wieder weg. Ihr habt dort 1-2 Jahre gespielt und dann ging er zurück. Naja, es war so. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Zeitpunkt dann, weil ich glaube, Mann hat dann, glaube ich, noch ein paar Jahre dann in Frankfurt gespielt. Und also, richtig, genau. Das ging dann von Weißwasser aus, ging er den Weg dort noch. Frankfurt, Nürnberg, glaube ich. Straubing war noch. Genau. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, wann er dann zurück nach Weißwasser gegangen ist. Gut, aber es war sowieso, ich sag mal, es ging ja da auch mehr um dann vertragliche Sachen und man hat sich dann halt damals, ich glaube dann so 96 oder so gegen Köln entschieden, weil es anscheinend dann am Finanziellen dann nicht so gestimmt hatte und ja, bei mir war es natürlich dann schon mal eine andere Schiene, ich war dann schon Nationalspieler und alles und daher hatte da natürlich dann da auch ich habe ein angenehmeres Dasein in Köln gehabt. Und aber jetzt so, ich sag mal, in der Hauptzeit, also von meiner Karriere, hatte sich eigentlich jetzt diese Option Weißwasser jetzt erstmal nicht dargestellt. Auch wegen dem Sportlichen natürlich. Das
Das angenehmere Dasein, das kann ich sogar belegen. Es gibt da so eine Episode, auch wieder mit Manne zusammen. Das heißt, ihr seid am Spieltag zum Nachmittagsgespräch beide zu spät bekommen. Manne hat aufs Auge gedrückt bekommen, dann musste ab da den Weckdienst für alle machen. Und du bist dort wieder völlig stressfrei aus der Nummer rausgekommen. Dich hat damals der Wladimir Wassiljew einfach aufgrund deiner, ja, deines kleinen Statuses, den du da schon hattest, einfach mal in Ruhe gelassen. Ja, also das hat, Manne, das hat sich bei dem jetzt beispielsweise eingeprägt. Konntest du weiter schlafen. Und weil wir gerade beim Trainer sind, Wladimir Wassiljew, ist ja, hat ja diese russische Trainerschule dort fabriziert. Ist es das, was dich auch dort so ein bisschen in Köln mitgehalten hast, dass du gesagt hast, hey, die Trainingsmethoden sind genau die, die wir auch in Weißwasser kennengelernt haben, die dich dort weitergebracht haben? Ja, ich glaube, das, das Gute beim Wladimir war, dass er halt auch viel auf, sag mal, auf junge Spieler gesetzt hat, wo ich halt natürlich da auch angekommen bin. Mhm. Da dann auch dann, ich sag mal, dementsprechend mit im System halt alle mal halt spielen lassen. Also der hat jetzt alle rein aufs Eis geschickt und da war jetzt egal gewesen, ob Powerplay, Unterzahl oder keine Ahnung was gewesen ist, ob da noch eine Minute oder zwei Minuten zu spielen gewesen sind. Der hat alle rein immer durchrotieren lassen, sodass dann halt dann alle Spieler dann, ich sag mal, ihre Leistung zeigen konnten. Ne? Und das Problem war natürlich dann auch, dass ich dann in Wladimir dann auch nicht so allzu lange dann noch hatte. Also ich habe nur anderthalb Jahre mit ihm zusammen, er war nur anderthalb Jahre mein Coach, weil er nämlich der 93, 94 war die erste Saison und dann 94, 95 hat man dann im Januar dann den Trainerwechsel gehabt, weil da kam dann Bob Murdoch aus München und sind halt dann mit dem Bob Meister geworden. Aber die Trainingsmethodik, die war mir halt dann schon bekannt gewesen. Also da mit den ganzen Gewichten und den Rundenlaufen, das war schon alte russische Schule und die hat man ja hier auch kennengelernt. Dirk, wie ging es für dich nach 91, 92 mit Trainern weiter? Immer noch diese hart gefahrene Trainerschiene? Oder sagst du, bei dir war es dann schon so, dass es sich von der Ausprägung des Trainings geändert hatte? Naja, es hat sich grundsätzlich dann auch schon geändert gehabt. Ich war 92, 93, wo wir eine sehr erfolgreiche Saison hatten hier in Weißwasser, bin knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt, dass wir eigentlich da eine sehr gute Saison haben. Dann bin ich nach Hannover für drei Jahre gewechselt. Da war zuerst Hartmut Nickel mein Trainer gewesen. Das war ja, klassische Ostschule oder die russische Schule, so, wo hart trainiert wird, lange trainiert wurde auch. Aber dann kam der kanadische Stil und da wurde natürlich auch hart trainiert, aber nicht so lang, dass man ja zwei Stunden, zweieinhalb Stunden auf dem Eis war, sondern da sehr intensiv da trainiert hat und auch gespielt hat, weil die Veränderung, und das war ja hier auch ein Prozess in Weißwasser, bis 1990 gab es 12 Spiele in der DDR-Oberliga, noch mal ein paar Turniere für die Nationalspieler, noch ein bisschen mehr, aber wir hatten ja dann 50, 60, 70 und mit den Playoffs dann 80 Spiele teilweise gehabt und dann musste man auch natürlich auch also da anders trainieren, aber die Basis war eben der deutlich bei uns geprägt, dass wir natürlich hier eine fundamentierte physische Voraussetzung hatten. Und das hatte ich dann auch in Hannover gespürt, dass teilweise der Athletiktrainer dann zu mir kommt, dann, wie habt ihr trainiert, dann, wie war denn das und ist das so anstrengend für die? Der sagt, nö, also für mich jetzt jedenfalls nicht, es war wirklich so gewesen. Da hat man natürlich auch seine Erfahrung, konnte man dann auch als junger Spieler dann mitgeben. Und das war natürlich dann auch anders. Wie gesagt, die Saison war viel länger gewesen und man hat dann im Endeffekt war die Umstellung für uns, dass man im Sommer jetzt keinen koordinierten Trainingsablauf hatte. Wir mussten uns selbst fit halten, wir mussten dann zum Fitnesstest dann Anfang der Saison kommen und das war immer für uns natürlich auch moralisch schon, da wo man sagt, Mensch, wir haben zwar einen Profivertrag, aber im Endeffekt haben wir keinen Coach dabei. Und das war die erste, gerade speziell in den 90er Jahren, wo die Weißwasseraner hier und die ich sag mal, auch in den anderen Standorten dann gespielt haben, wieder zurückgekommen sind und im Sommer gemeinsam trainiert hat hier im Athletikbereich, wo
man auch noch unterwegs war, Fußballspiele absolviert hat, wo wirklich viele, viele Spieler hier dann im Sommer gemeinsam diesen Schweinehund dann überwunden haben, weil das ist natürlich auch nicht ohne, wenn man hier joggen geht oder laufen geht, Kraftprogramm hat und sämtliche athletische Einheiten hier absolviert. Aber da war eben wichtig gewesen, dass die anderen mit dabei waren und dass man da auch zeigen wollte, dass man mit dran bleibt. Christoph Kreuzer, unser Headcoach, der aktuelle, sagte mir mal in unserem ersten Interview, Frank, wenn wir heute noch so trainieren würden wie vor 25, 30 Jahren, hätten wir wahrscheinlich nicht einen Hockeyspieler mehr. Also da hat sich zur heutigen Zeit schon so einiges von der Systematik geändert gegenüber dem, was du auch gerade angesprochen hast, Dirk. Also dieses Krafttraining ist da nicht mehr ganz so doll. Ja, jetzt... es geht um dich, Lüde. Und jetzt 23 Jahre Köln. Du bist ausdekoriert. Wenn du diese Orden dir anstecken könntest, würde die Jacke wahrscheinlich vorn und hinten voll sein. Du bist zweifacher deutscher Meister. Du bist mehrfacher Vizemeister. Du warst bei A- und B-Weltmeisterschaften mit dabei. Wie geht man mit diesen unzähligen Erfolgen um? Früher als Spieler und jetzt so im Nachhinein. Hat dich das verändert? Nein, eigentlich nicht. Also verändert hat mich das eigentlich, glaube ich, nicht, weil ja, man ist halt dann, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt stolz, das erreicht zu haben, aber das Schöne ist ja dann immer, wenn man dann hier wieder zurückkommt oder so, dann kann man halt dann wieder so sein, wie man halt dann auch als junger Mensch war, wo man noch keine Erfolge hatte, dass man halt dann mit den Jungs loszieht, mit den Freunden oder dann mal über die Stränge schlägt oder keine Ahnung was macht. Und da sind halt diese Auszeichnungen, die sind dann eher nebensächlich bei der ganzen Geschichte. Die waren auch für mich jetzt nie irgendwie großartig, dass ich jetzt sage, oh je, ich bin jetzt zweimal deutscher Meister. Ja gut, das ist mal eine schöne Geschichte, aber es gibt auch welche, die sind sechs- oder siebenmal deutscher Meister. Taxi zum Beispiel. Und deshalb, also das sind halt angenehme Nebengeräusche, aber ich sag mal, sich dann auf solche Sachen dann immer zu berufen, weil es ja dann doch eigentlich, ich sag mal, ein Mannschaftserfolg war, ist dann immer wirklich weit hergeholt. Deshalb, also für mich haben diese Sachen eigentlich eher, wenn ich das, also das, was man erlebt hat, ist wirklich schön. Also ich bin wirklich glücklich gewesen, dass ich halt dann Meisterschaften erleben konnte, dass ich bei Weltmeisterschaften mit dabei war, bei Olympischen Spielen, dass man auch mal irgendwann mal auch den Sprengler Cup gewonnen hat. Das ist immer schön, dass das irgendwie so auf der Vita mal oben steht. Aber dadurch mich dann zu brüsten oder so, das liegt mir wirklich fern. Gibt es in deinen vier Wänden ein Zimmer, was du so ein bisschen ausdekoriert hast mit Erinnerungsstücken? Also bei uns im Esszimmer, da steht so eine kleine Tafel, die ich irgendwann mal bekommen habe von der DEL. Und das war es dann. Also bei uns in der Wohnung, da sieht man relativ wenig von Eishockey. Okay, seit 2016 bist du dann in Köln geblieben und hast dich dem Marketing verschrieben. Was sind jetzt seit diesen 8 Jahren dort deine Aufgaben? Ja, also Marketing eher nicht. Ich bin quasi mehr im Vertriebsteam zuständig. Also ich bin für Sponsoren, Akquise und Betreuung an den Spieltagen zuständig. Bin auch noch gleichzeitig jetzt der Trainer vom Sponsorenteam, wo wir dann mit den Jungs dann oder mit den Sponsoren dann immer einmal im Jahr dann gegen andere Mannschaften dann spielen. Entweder fahren wir nach Berlin oder nach München oder die kommen zu uns. Also wir gucken ja schon, dass wir da die Leute da gut abholen. Ja, und das mache ich jetzt auch schon seit 8 Jahren. Und zum Anfang war es natürlich immer, hat man erstmal geguckt, wie das Ganze da alles läuft, auch mit den Arbeitszeiten. Das musste man auch erstmal dann irgendwie so reinkriegen, weil von 9 bis 17 Uhr ist halt doch mal was anderes, als wenn man nur von 9 bis 13 Uhr und danach ein Mittagsschläfchen macht. Also da musste man sich dann schon erstmal dran gewöhnen an das Ganze, aber mit der Zeit hat man das natürlich alles dann auch auf die Reihe bekommen. Ich hatte auch natürlich auch dann fähige Mitarbeiter dann oben in der Geschäftsstelle, die mir dann ab und zu mal dann auch mal dann den Weg gezeigt haben und wie was funktioniert und so, aber irgendwann ist man dann auch in der Sache damit mit dabei, mit drin und ja, und dann nimmt das dann alles halt dann so in seinen Lauf und
Ja, bei uns in der Geschäftsführung, die hat sich da halt natürlich dann auch in den letzten Jahren natürlich dann auch weiterentwickelt, weil natürlich auch mehr Sachen dazugekommen sind. Und jetzt haben wir da auch eine relativ große Gruppe und gucken, dass wir da das System am Laufen halten. Ich habe bei dir vorhin zwischen den Zeilen so ein bisschen rausgehört, du bist schon sehr heimatverbunden. Warst ja jetzt auch die letzte Woche hier wieder bei uns im Weißwasser gewesen. Und dann warst du am Freitag im Stadion. Wir haben uns dort oben dann kurz gesehen gehabt. Was sagst du aus deiner Sicht jetzt zum Standort Weißwasser? Ne? Das ist ja jetzt wieder die Aufgabe, die Dirk neben dir versucht tagtäglich zu stemmen, um in dieser DEL 2 dort erfolgreich mitspielen zu können. Ja, ich sehe das ja hier auch und finde es natürlich auch super, dass das Eishockey dann hier das geschafft hat, dann hier ein neues Stadion hinzukriegen. Dann die Leute hier zu begeistern, war ja auch wieder super voll gewesen am Freitag. Und mich macht das eigentlich dann immer auch froh, wenn ich dann hier bin, das zu sehen, wie die Leute das halt dann immer noch feiern, hier zum Spiel zu gehen. Und es freut mich natürlich auch, dass das Weißwasser jetzt auch in der zweiten Liga jetzt da Fuß gefunden hat und da jetzt sich da versucht zu etablieren, auch vielleicht mal ein bisschen nach oben zu kommen. Aber man weiß natürlich auch dann, was halt das für eine wirtschaftliche Region das hier ist. Auf der einen Seite ist natürlich dann Polen, wo natürlich dann nichts geht. Und auf der anderen Seite kann man halt dann nur, ich sag mal, hat man so einen Umkreis immer so von 100 Kilometern, wo man mit den Firmen zusammenarbeiten kann, und das ist natürlich dann auch, wie soll man, eine schwierige Aufgabe, die man natürlich dann hier dann vollbringen muss, wobei man dann auch noch Fußball auch noch dann als Konkurrent natürlich dann noch hat. Und umso bemerkenswerter ist es natürlich dann auch dann hier, was die Jungs dann hier immer noch auf die Beine stellen und wie man halt den Standort dann hier etabliert. Dirk, war das zwischen euch beiden schon mal irgendwo Thema gewesen, dass du gesagt hast, Mensch, ja, deine Etats, die hätte ich auch ganz gern, aber mit diesem ja doch recht schmalen Taler, denke ich mal, gegenüber den Kölner Haien, es ist ja brutal, was hier an diesem Standort gehalten wird. Ja, Jüda hat das ja richtig eingeschätzt. Ich meine, sicherlich ist es immer schwierig, und es ist ein Kraftakt, täglicher Kraftakt, hier diese Liga zu halten, erstmal in wirtschaftlicher Sicht und dann aber auch die Basis zu finden, natürlich eine sportliche Mannschaft, eine konkurrenzfähige aufzubauen. Die Wirtschaftskraft ist natürlich im überschaubaren Bereich, aber gerade das, was uns auszeichnet, was Lüde sagte, die 2.500 Zuschauer jetzt am Freitag, aber auch die 200 Sponsoren, die uns da mittragen und motivieren und täglich uns dann auch die Arbeit sozusagen nach oben bringen, wo man pushen, nochmal Kraft tanken können, dass es funktioniert. Und das ist ja genau das, was uns ausmacht, dass man im kleinen Bereich von einer 15.000 Einwohnerstadt hier ganz einfach auch DL2 Eishockey anbieten können. Und das ist, dieses Familiäre ist extrem wichtig, auch für uns. Wie du erzählte gerade, dass es diese Betreuung, diese Pflege der Sponsoren, das ist bei uns genauso also entscheidend. Und dass wir jeden mitnehmen wollen, in dieses Boot dieser Füchse Familie, weil genau das ist das, der ein oder andere bezahlt aus dem Privaten nochmal den ein oder anderen Euro, der für uns dann auch wichtig ist, um den Etat abzusichern. Und aber das macht uns ja gerade stark, dass wir hier in der Region eine Familie sind, dass eine große Region ist und dass jeder eben auch die Füchse kennt. Wenn man unterwegs ist, wenn man eine neue Akquise startet, ist es eben auch so, dass natürlich der Bekanntheitsgrad sehr groß ist und wir uns auch als Botschafter sehen. Ne? Die Region jetzt gerade im Strukturwandel muss noch mehr Präsenz kriegen in Deutschland allgemein. Wir müssen natürlich auch das vermitteln, dass wir eine sehr schöne Region sind und haben. Lüde geht gerne angeln, ja, ich auch. Na klar, manche fahren gerne Fahrrad, ne? Und die Seen, die hier natürlich entstehen, aber viele andere Sachen, die hier vom Vorteil sind. Und genau das ist für mich das Entscheidende, wo wir noch mehr die Bekanntheit dieser wunderbaren Lausitz hier darstellen müssen. Das klingelt das Telefon, jawohl. Das war Lüde, sein Telefon. Ich habe einfach auf die Jacke gedrückt von allen Seiten. Ja. Vielleicht haben wir es angenommen, dann hört uns jetzt. Vielleicht ist es ein neuer Sponsor. Ja. Aber die wissen eigentlich, dass ich im Urlaub bin. Ja,
Also, wichtiges Thema. Und Lüde, du hast ja das Spiel angeguckt. Was sagst du zum Spielniveau in der DEL 2? Und gleich noch eine Frage hinten dran. Du hast dann am Abend noch mit unserem Trainer Christoph Kreuzer kurz zusammengesessen. Kennt ihr euch selber noch vom Eis her? Er war ja bei der Düsseldorfer EG, als du bei den Haien warst. Also wir kennen uns noch vom Eis her. Also wir haben noch gegeneinander gespielt. Und ja, dadurch kam natürlich auch der Kontakt zustande, auch mit seinem Bruder. Daniel ist natürlich auch ein guter Bekannter von mir. Und ja, das Spiel am Freitag, ja, das fand ich schon zum Anfang ein bisschen vogelwild, wo ich gedacht habe, ui, das ist ja hier hoch und runter und mal gucken, wer hier die meisten Torchancen hat. Aber es hat sich doch dann irgendwann mal dann eingepegelt, das Ganze, wo dann die Jungs sich dann doch ein bisschen mehr auf die Defensive dann wieder mal konzentriert haben. Aber man muss sagen, das Eishockey ist jetzt hier in der zweiten Liga, also jetzt hier auch beim Spiel, was ich gesehen habe, ist viel schneller geworden, ist viel athletischer geworden. Also die Jungs rasen schon hoch und runter. Was natürlich immer ein bisschen ist, dass halt dann diese abgezockt hat und abgeklärt hat, noch ein bisschen fehlt. Also manche Sachen sind noch ein bisschen hektisch, wo man sagt, ja, da hätte man noch ein bisschen warten können oder man muss jetzt nicht sofort dann aufs Tor schießen, wenn er sich einem da die Chance da gibt. Und man kann auch mal gucken, ob da vielleicht noch ein anderer dann irgendwie besser positioniert ist. Aber ich glaube, das ist halt dann ja auch dem geschuldet, dass man auch dann viele junge Spieler dann noch hier hat und die natürlich dann auch dann erstmal dann in das Ganze erstmal reinschnuppern müssen und dann erstmal dann auch dann selber ihren Weg finden müssen. Aber ansonsten war das, war die Qualität oder auch dann das Niveau war schon um einiges höher als vor 10, 15 Jahren. Also das muss man schon so zugeben. Viel hängt ja dort auch an der Nachwuchsarbeit mit dran und der Standort Weißwasser wird geprägt durch die Nachwuchsarbeit, die ja an sich diese solide Basis bildet. Und der ES Weißwasser, der kämpft ja auch von Saison zu Saison. Und du wirst es ja mitbekommen haben, Dirk versucht also wirklich mit allen Mitteln hier an diesem Standort wieder eine Sportakademie zu etablieren, das ähnlich wie damals zu euren Zeiten, also Sport, Ausbildung und Schule miteinander kombiniert werden können und wir damit diesem Standort hier in Weißwasser den Schub verleihen können, um für die nächsten 50, 60, 70 Jahre dann konkurrenzfähig zu bleiben. Was sagst du zu diesem Vorhaben? Ja, also ich bin natürlich dann immer für solche Sachen natürlich, finde ich natürlich super, dass man solche Sachen dann immer versucht umzusetzen, um das hier wieder so ein bisschen auf Niveau von 1990 zu bekommen. Ist halt immer, ja, für mich stellt sich immer so die Frage, wie bekommt man halt dann die ganzen Leute dann immer hierher? Also man muss natürlich dann auch dann, wenn man solche Akademien hat, natürlich dann auch ein bisschen so das ganze Umfeld schaffen. Und ich glaube natürlich auch, dass man dadurch, durch halt den Strukturwandel da hier, solche Sachen natürlich dann gut platzieren könnte, weil hier ist er schon eher relativ wenig. Und wenn jetzt noch die wichtigsten Sachen dann hier wegfallen mit dem Tagebau und mit dem Kraftwerk, dann wird es natürlich dann hier noch schwieriger. Deshalb sollte man halt dann mal schauen, dass man da auch dann andere Wege dann versucht zu gehen. Aber man muss natürlich dann auch die Leute dann herbekommen. Das ist natürlich dann auch immer das Wichtige bei der ganzen Geschichte. Also man kann jetzt nicht großartige Sachen hier bauen und planen. Und wenn dann aber dann keiner kommt oder so, dann weiß man natürlich dann auch nicht genau, wer dann die Betriebskosten dann und das Ganze dann übernimmt. Aber der Versuch, sowas schon mal anzuschieben, ist natürlich dann immer aller Ehren wert. Und man muss natürlich auch dann schauen, wie man das Ganze dann natürlich dann auch betreiben kann. Das ist ja ein Rundum-Konzept, was Dirk dort mit angeschoben hat, was also jetzt durch zig Institutionen auch geprüft wurde. Dirk, wie ist da der aktuelle Stand gerade bei der Akademie? Genau, also was Lüde angesprochen hat, ist ja das, die Voraussetzung. Eine Machbarkeitsstudie, ist es machbar, solche Akademie umzusetzen? Und ich sage das nochmal klar und deutlich, dass es nicht nur für den Eishockey-Standort hier ein Mehrwert ist, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger der ganzen Region, weil der Eissport ist natürlich ein Zugpferd, aber wir wissen natürlich, wir brauchen weiche Standortfaktoren, nicht nur um Eishockeyspieler hierher zu locken, sondern auch um die Fachkräfte hierher zu locken. Durch den Strukturwandel, Lüde hat es gesagt, wir brauchen da also Industriearbeitsplätze, wir brauchen natürlich im Rahmen dieses Strukturwandels und dieser ganzen
Projekte, aber auch viele, viele Arbeiter. Und die werden, ich sag mal, überall in Deutschland hat man schon Fachkräftemangel. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Internationalität hier mit anzusprechen. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass auch Spieler nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus ganz Europa hier herkommen können. Natürlich muss alles passen und man muss sich abheben gegenüber den anderen Standorten. Und genau das ist das Ziel. Aber es geht ja nicht nur um das Eishockey, sondern es geht einfach auch um Ärztemangel hier dementsprechend entgegenzuwirken. Wir wollen ein Eishockey-Museum. Ne? Wir haben oben im Traditionsraum zwar sicherlich die ein oder anderen Pokale stehen, aber 92 Jahre ist ja nicht bloß so drei Pokale dahingestellt, sondern da kann man natürlich viel erzählen, viel berichten. Und genau das sind ja die Themen, wo Leute sich begegnen. Ne? Aber auch, wir sehen es, Schule ist ein Riesenthema. Wir haben in den letzten 12, 13 Jahren 40, 45 Talente verloren, weil diese Schule und Leistungssport nicht im Einklang ist. Und da sollen sich ja auch andere Vereine mit andocken können und wollen, weil genau das ist ja dieser Schwerpunkt, dass man einen Ganztagsunterricht oder Ganztagsangebot hat für diejenigen Schülerinnen und Schüler, dass man das eben auch nutzt. Und es ist, wie gesagt, so ein komplexes Thema. Tourismus, wir haben gesagt, wir wollen unsere Regionen attraktiver machen. Ja, wir wollen mehr Übernachtung in dem Sinne hierher haben oder beziehungsweise, dass sie länger verweilen hier in der Lausitz. Und da ist es eben auch sehr wichtig, dass wir da die Möglichkeit schaffen, mit Synthetikeis oder mit anderen Möglichkeiten hier die Leute herzulocken, dass sie natürlich auch einen schönen Tag oder Tage hier in der Lausitz haben und unter anderem natürlich auch mit solchen sportlichen Attraktivitäten da oder nutzen können. Und genau das ist das Thema. Ne? Wir müssen ein bisschen größer denken, wir dürfen nicht so kleinkariert denken, weil wir haben nur noch 10 Jahre Zeit. Das Geld wird auch weniger, was im Strukturmitteltopf steht. Das heißt also, wir müssen in 10 Jahren, spätestens in 12 Jahren, muss hier die Region so aufgestellt sein, dass natürlich eine Attraktivität da ist, dass Zuzügler wieder herkommen können oder auch Fachkräfte hierher kommen und die sich wohl und heimisch fühlen. Und genau das ist ein Projekt von vielen, die wir hier mit gestalten müssen in der Region, in der Lausitz. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das umsetzen können. Eine Betreibung ist ganz klar, muss stehen. Das ist auch ein Thema dieser Machbarkeitsstudie, die wir jetzt noch erweitern werden. Die erste ist abgeschlossen, die zweite wird jetzt noch im Detail erweitert, dass zum Beispiel die Betreibung auch abgesichert ist. Und da sehe ich die erneuerbaren Energienmöglichkeiten, Quellen sinnvoll. Ich meine, unsere Arena hat hier insgesamt pro Jahr 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Und das zahlen wir, also im Endeffekt die Stadt als Betreiber und Eigentümer ohne jetzt Zuschüsse oder beziehungsweise wir müssen Möglichkeiten finden, dass eine Eisarena fast autark läuft. Und das sind aber auch Sachen, wo natürlich Institute sich befassen müssen, um dem gerecht zu werden, um der Machbarkeitsstudie auch dahin zu bringen, okay, so eine Betreibung ist auch abgesichert. Ne? Das sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen und deshalb werden wir im nächsten halben Jahr jetzt noch diese detaillierte Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen, wo viele Themen dann auch noch eine Rolle spielen. Betreibung sicherlich, was gehört alles dazu? Ärztliche Versorgung ist ein Thema, habe ich gesagt, aber auch Kinderbetreuung international geprägt, ausgerichtet. Ja, weil Fachkräfte werden nicht nur von Deutschland kommen können. Deshalb muss man dann auch so international sich aufstellen und größer aufstellen. Ich denke nur an das DZA, was in Görlitz angesiedelt wird. Da reden wir von 1000, also wirklich internationalen Fachkräften. Wo sollen die herkommen? Warum sollen die herkommen? Ne? Und die brauchen natürlich diese Faktoren hier in der Lausitz, um dementsprechend auch angesiedelt zu werden. Vielleicht klappt das ja mal. Lüde, du bist damals aus der Lausitzer Provinz in die kanadische Provinz, in die Ölprovinz und vielleicht schaffen wir das ja mal mit so einer Akademie aus der kanadischen Ölprovinz, junge Leute zu uns in die Lausitzer Provinz zu holen. Das war's an sich jetzt schon gewesen. Also, ich hoffe, kurzweilig unser Podcast und eins müssen wir noch aufklären. Einer hatte dich ja beschrieben, Lüder, als bodenständig, geradlinig, bescheiden und heimatverbunden. Und das war dein Freund Stefan Mann. So, also, dickes Kompliment an dich. Logischerweise hast du jetzt das letzte Wort in unserem heutigen Podcast. Was treibt dich gerade so um? Was sind so Wünsche, wichtige Aufgaben oder Visionen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, ja,
Oder sagst du, nee, gib mir einfach Urlaub bis Weihnachten und dann ist auch gut. Nein, aber ich habe jetzt noch eine weitere Woche Urlaub jetzt zu Hause in Köln, also in Köln mit der Familie zusammen. Und ja, da werden wir jetzt die restlichen Tage dann auch wieder dann ja, gemütlich verbringen, bevor dann wieder es wieder dann ja wieder weitergeht. Dann kommt natürlich dann der Karneval, kommt natürlich dann auch dann wieder irgendwann nach Köln. Und wo wir natürlich dann auch wieder mit einsteigen werden. Also wir haben jetzt, es ist quasi jetzt so die Zeit, die Ruhe vor dem Sturm, weil wenn das dann hier wieder vorbei ist oder so, dann geht es dann wieder Schlag auf Schlag weiter. Und ja, deshalb freue ich mich immer dann, hier in der Heimat zu sein, ein bisschen runterzukommen, hier wieder Energie aufzutanken und um dann ja, frohen Mutes dann wieder loszumarschieren. Schön, dann genießt diese ruhige Zeit. Ich werde auf jeden Fall eins machen. Ich gehe heute noch in unseren Fanshop Hockeyfuchs Lausitz, werde dem Heiko sagen, bitte Angelausrüstung ins Programm nehmen. Und wenn du das nächste Mal kommst, dann kommst du gern zu uns einkaufen und holst dir eine neue Ausrüstung. Mirko Lüdemann, Dankeschön für diese kurzweilige Zeit. Dirk Rohrbach, auch schön, dass du die Zeit gefunden hast zwischen diesen ganzen Aufgaben. Du bist ja heute nicht mit Urlaub besegnet, wie Lüde. Und dann Lüde, komm gut nach Hause und wir freuen uns, wenn wir dich hier im Weißwasser wieder begrüßen dürfen. Ciao, ciao. 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 Blau-Gelb Hockey Town. Der Füchse-Podcast aus der Lausitz.